Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Medieval Dynasty. Ich mache mir das mal ein bisschen lauter hier. Ja, wir haben letztes Mal hier Ton geklatscht, glaube ich. Wir sind irgendeinem Reh oder so hinterher. Ich weiß gar nicht, was wir hier alles wollten eigentlich. Ich glaube, wir sind wegen irgendeiner Quest hier hin. Ist jetzt schon ein paar Tage her. Oh. Höre ich da was? Mu? Ich habe ein Mu gehört. Fraglich ist nur, ob die Richtung, aus der ich das gehört habe, auch stimmt. Sehen tue ich aber nichts. So, was war das? Wir brauchen Löwenzahn. Dung brauchen wir. Wir haben keinen Dung und wir haben keine Disteln. Wahrscheinlich sind wir deswegen irgendwie rumgelaufen, um Disteln zu sammeln. Wir wollten ja. Wie war das mit dem Messer und dann schneller sammeln, ne? Das Ding ist halt, wir müssen halt auch irgendwann wieder nach Hause, wenn wir nicht weiterkommen, ne? Ja, hier könnte ich ewig sammeln, ne? Okay, wo ist zu Hause? Uff, wo sind wir denn gelandet? Zu Hause ist hier. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind genau in die falsche Richtung gelaufen. Bisschen nebenbei sammeln, wenn es geht. Oh. Ich höre mich manchmal nur ein bisschen um. Aber das ist schön, ne? Echt nice aus. Oder hier so. Ich liebe die Zeit, bevor es dunkel wird. Also genau so, wie es jetzt hier ist. Draußen ist es wunderschön dann. Ich weiß nicht, wieso ich diese Zeit so liebe, ne? Okay, also wir können wahrscheinlich nicht den ganzen Scheiß abgeben, den er haben will. Das Ding ist jetzt, How are you? ich könnte versuchen. Och, das ist der Goodbye. falsche Typ gewesen. Hier. How's life Norbert, treating you? zeig mir My deine wares Ware. never disappoint. Disteln. Da brauchten wir drei, ne? Ah, ne. So. Drei Disteln. Und was brauchten wir Goodbye. noch? Ein Dung. Hello. Warte. Hast du Dung? Only the best products here. Er hat keinen Dung. Okay, warte mal. Wir müssen Goodbye. mal jemand anderen suchen. Der hier, der hat bestimmt Dung. Was Hello, traveler. Goodbye. ist Ooh, greetings, stranger. Nein. See you soon. Warte mal. Ist er drin? Schläft er schon? Oh, was? Jetzt Pendy? Das ist ja jetzt Kacke. Greetings, stranger. Okay. Ist hier irgendwas Interessantes zu Ohren gekommen? Rollnicker, du sollst da hingehen. Angeblich gibt es dort jemanden, der deine Hilfe braucht. Okay. Ja gut, aber ich werde jetzt nicht jede Stadt abklappern einfach. Ja, toll. Muss ich mir jetzt die Nacht um die Ohren schlagen? Aber das Ding ist, ich muss was essen gehen und so. Also ich kann natürlich auch. Ich habe was mit zum Essen, aber was soll ich denn die ganze Nacht machen? Dann habe ich jetzt irgendwie nicht so die Einsicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Und so weit ist das jetzt auch nicht. Gänseblümchen. Nur ein bisschen auf Abwägen gucken. Vielleicht fällt uns irgendwas ins Auge. Ein Hasi. Hasis werden aus Prinzip nicht getötet, Leute. Da, was ist das? Wegwarte wieder. Okay. Na gut, wenn hier schon welche sind, nehmen wir die mit.
Stücke. So, einmal übers Wasser. Wir könnten eigentlich auch ein bisschen Ried mitnehmen, wenn wir hier schon sind. Unsere Dächer. Ja. Na? Ach, guck mal. Direkt wieder ein neues Level. So. Das reicht, weiß ich noch nicht. Ich meine, wir werden viele Dächer bauen müssen. Wirklich, das ist kein Scheiß. Ich sammle noch ein bisschen. Einfach das ganze Zeug hier ausgerupft. Hier ist gar nichts mehr übrig. So, ich mache jetzt mal noch so zwei Stück. So. Reicht. Jetzt gehen wir nach Hause. Das ist ja schon da. Ich gucke mal, hier sind viele Steinchen. Die nehmen wir auch nochmal mit. So. Na, dann gehen wir mal schlafen. Wollte ich noch vor... Ah, genau, ich muss essen. Gucken wir mal, was haben wir denn noch? Tja, fertige Sachen haben wir nicht mehr. Wir können nur noch unser gebratenes Fleisch essen. Das bringt jetzt aber nicht so viel. Hoffentlich reicht das. Uff. Das ist schon arm, oder? Sieht das einfach an, wie viel man sich davon reinfahren muss. Kann ich denn hier? Eine Holzschale. Gebratenes Fleisch und Zwiebeln haben wir nicht. Haben wir ja alles nicht. Suppenbrei. Nö. Uns bleibt halt nichts übrig. Wir könnten noch ein paar Speisemäulchen so essen. Jetzt wird es halt ein bisschen knapp, ne? Mit dem Essen. Ah, hier Trockenfleisch bringt ein bisschen. Nee, gar nicht. Reis hat es mehr. Obwohl, Essen 8. Ne, gar nicht. Nahrung 5 auch. Nahrung 5, das hat Nahrung 6. Gebratenes Fleisch bringt mehr. Nahrung 1, ja, komm. Okay. Schlafen. Bis zum nächsten Tag. Okay, dann gucken wir uns mal um. Was machen wir denn heute? Wir könnten jetzt da nochmal hinlaufen, den Dunk kaufen und das Quest abschließen. Was wollten wir denn eigentlich noch alles machen? Unigus-Geschichte, die Sense von Ida zurückholen. Auf den nächsten Sommer warten. Nada. Das könnten wir mal machen. Wo ist das? Oh Gott, okay, das ist ein Stück. Warte. Ich guck mal. Obwohl, Fertigkeiten. Wo hatten wir denn da rein investiert? Achso, wir waren schon fertig. Überlebenskünstler.
Frostresistenz, bessere Temperaturtoleranz, Alkoholresistenz, schnellere Bewegung im Wasser, weniger Ausdauerverbrauch während Bewegungen, weniger Schaden erleiden. Ich sag mal hier. Da können wir noch einen Punkt reinsetzen. So. Okay, dann haben wir das gemacht. Jetzt müssen wir noch mal hier rein. Wo ist denn die? Das ist gar nicht so weit. Das können wir ja machen. Die Sense zurückholen. Vielleicht können wir irgendwo da auch unterwegs direkt Dung holen. Oh, guck mal. Hä, war es vorher schon hier? Oh. Mehl? Dünger. Aber kein Dung. Naja. Aber krass. Habe ich nicht gesehen. Wir müssen uns mal umschauen, dass wir hier solche Fässer irgendwo sehen oder so. Hätte ich nicht gedacht, dass hier jetzt sowas ist. Okay. Ja, Enten brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich finde, wir bewegen uns schnell genug durch das Wasser. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Breitwegerig. Breitwegerig ist immer gut. Mach mal. Da. So. Der heilt uns ja. Okay. Das ist ja einfach in dieser kleinen Stadt. Ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Können wir mal gucken. Borovo. Oder Borovo. Okay. Also hier pennt jemand? Nee, die pennen nicht mehr. It's nice to meet you. Okay, zeig mal deine Ware. Dung. So, dann nehmen wir doch eins. Ein Dung, bitte. Dankeschön. Huch, Ehefrau, was? Die richtige Frau zu finden, ist der erste Schritt, um das Fortbestehen deiner Dynastie zu sichern. Deine Liebste wird schließlich bei dir einziehen und kann verschiedene Aufgaben für dich übernehmen. Eines Tages wird sie dir dann einen Erben schenken. Aber in der Liebe ist ja bekanntlich nichts jemals so einfach. Als erstes musst du natürlich ihr Herz gewinnen. Okay, bei der? I don't know, Bruder. Uff, du bist ja noch, also... Warum können wir nicht... Alter, und die? Ist die blind? Hat die nur die Augen zu? Ach, nee. Also, von allen dreien ist die am schönsten hier. Aber ich sag euch, ohne Flachs, ne? Warum kann ich denn nicht eigentlich eine Frau sein und einen Mann heiraten? Was ist hier los? Ja, gut, nicht? Wer bist denn du? Adelina, du bist auch hässlich. Okay, und wer ist Ida? Ach so, die war da drin. Ich hab die einfach eiskalt übergangen. Ida. Ida. Ada. Hallo Ida, ich bin wegen Unigus Sense hier. Du kannst dich gleich wieder vom Acker machen, Kleiner. Ich habe sie anständig und ehrlich gewonnen. Gewonnen? Ha, die kleine alte Schlange hat dir das wohl vorenthalten, hm? Das war ja klar. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Er hat nur gesagt, dass ich seine Sense zurückholen soll. Sie ist jetzt meine Sense. Schon gut, entspann dich. Was muss ich tun, um deine Sense zu bekommen? Du kannst sie mir natürlich abkaufen oder wir könnten darum spielen. Ja, wie viel willst du dafür oder von was für einem Spiel reden wir hier? Ich frag mal, was für ein Spiel. Dasselbe Spiel, bei dem Unigus dein ganzes Geld und seine Sense verloren hat. Haha, ein Rätselspiel. Okay, wie wird es gespielt? Es ist ganz einfach. Ich stelle dir drei Rätsel und du musst sie alle richtig beantworten. Ein einziger Fehler und das Spiel ist vorbei. Du gewinnst, du bekommst die Sense. Und wenn ich verliere? Ich will bei deinem ersten Versuch mal sanft mit dir umspringen. Wenn du verlierst, schuldest du mir nichts. Verlierst du aber die Möglichkeit, die Sense umsonst von mir zu bekommen. Okay, das klingt fair. Immer her mit den Rätseln. Erstes Rätsel. Was verschwindet, sobald du seinen Namen sagst? Stille. Richtig. Bist du bereit für das nächste Rätsel? Hier ist es schon. Füttere mich und ich lebe, aber gib mir zu trinken und ich sterbe. Feuer.
Oh, du bist gut. Schon viel besser als der große Herr Castellan. Aber kannst du auch dieses letzte Rätsel lösen? Hör genau zu. Ich kann fliegen, aber habe keine Flügel. Ich kann weinen, aber habe keine Augen. Wohin ich auch gehe, es folgt mir Dunkelheit. Was bin ich? Eine Wolke. Verdammt, du bist schlau. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst die bescheidene Sense des alten Mannes. Was will man mehr? Okay. Vielen Dank für das Spiel. Ich hatte Spaß dabei. Mach's gut. Und ich dachte schon, du hättest eine Herausforderung für mich parat. Na dann, viel Glück bei der Suche nach ein paar weiteren Dummköpfen. Nein, ich hatte Spaß. Ich hatte echt Spaß. Krass. Boah, was? 201 Dynastie-Punkte. Guck mal hier, Bruder. Zack. Richtig reingeballert. Was ist da los? Hä? Das war ein schweres Rätsel? Das hat der Unigus nicht geschafft? Was ist mit dem, Alter? Hat er kein Hirn? Egal. Vielleicht haben wir einfach nur den Verstand unseres Onkel Jordas. Keiner weiß. Ach ja, guck mal, wie schön das ist. Er ist total aus der Puste. So, jetzt. Wirklich wunderbar. Dann haben wir auch schon das ganze Ried abgefrühstückt. Hier ist noch ein bisschen. Wenn hier schon mal welches ist, Leute. Nimmt's mir nicht übel. So. Das soll auch reichen. Ah, aber Gänseblümchen, ne? Ich muss hier noch ein bisschen sammeln. Ihr wisst Bescheid. Und wenn mal irgendwer einer Distel sieht hier, ne? Ich hab's übersehen. Dann heul ich. So. Okay. Gut, gut, gut. Unigust. Unigust. Ah, da bist du hier. Hi. Du bist schon zurück? Aber sicher, Unigust, ich hab deine Sense. Großartig, hattest du dabei irgendwelche Schwierigkeiten? Nö, gar nicht. Kluger Junge. Hä? Ich habe Neuigkeiten für dich. Samba sucht nach dir. Nach mir, bist du sicher? Man hat mir gesagt, dass er nach dem mit dem komischen Augen und dem dummen Gesicht gefragt hat. Okay, verstehe. Dann werde ich wohl besser bei ihm auftauchen, bevor mich morgen das ganze Tal so nennt. Uff, ey. Dann gehen wir mal zusammen. Boah, hoffentlich schaffen wir das alles noch. Ey, aber mal ohne Scheiß, ne? Ich wollte da noch was kaufen. Habe ich eigentlich Zwiebeln gekauft? Ich weiß gar nicht, was ich alles gepflanzt hatte letztes Mal, Mann. Ich habe... Hier ist ein Loch. Hatten wir hier noch Geld? Du hast... Hier. Edwin, zeig mal deine Ware. Whatever you need, I've got it. Wir haben noch 500... Zwiebelsamen. So, ich kaufe einfach welche. Ist ja nicht schlimm. Kann nicht schaden. 15. Dann... Weizenkorn. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Huch, so viel wollte ich nicht. Wir können so viel nicht leisten. Die sind teuer. Rote Beetesamen. Hatten wir die schon? Mir nicht sicher. Kaufen wir mal davon nur 5. Ich würde gerne viele Setzlinge kaufen, aber das Ding ist halt, ich habe jetzt gerade nicht so viel Geld. Ich müsste mehr Dünger kaufen, rein theoretisch, damit das auch für die nächsten Jahreszeiten reicht. Irgendwas, was ich verticken kann. Nee, nee. Ach, hier, guck mal, das Gegengift, das können wir verticken. So. Hm. Ja, den Rest brauchen wir. Bretter können wir auch gebrauchen. Nee, hier brauchen wir alles. Ach, guck mal hier.
Was macht man damit? Eine Trophäe, eine seltene Jagdbeute, kann als Wanddekoration verwendet werden. Ganz ehrlich, wir klatschen noch ein paar. Der kann weg. Weidenkorb. Ja, ich verkaufe das auch. Und die Holzriechen, das lasse ich jetzt erstmal bleiben. Und dann später können wir das der Kunsthändlerin geben, wenn wir denn den Potenztrank... Gotthard? Gotthard, ich bin echt nicht diskriminierend und so. Es gibt Dinge, die... Ich meine, war das schon immer so? Gotthard, es tut mir wirklich leid, aber wie kommst du denn nach Hause? Dein Hemd ist ganz schön sauber dafür, dass du hier kriechen müsstest. Hello, traveler. Das war creepy. Könntest du bitte einen Schritt zur Seite gehen? Okay, es ist nur ein Bug. What the fuck? Creepy, creepy, creepy. Ja, okay, okay. Hier hatten wir nicht noch irgendwas. So. Aber was ich jetzt gerne einmal machen möchte, bevor wir zu Sambor gehen. Ich möchte jetzt einmal nach Hause. Ich möchte einmal neue Felder bestellen. Weil das möchte ich bitte unbedingt machen, bevor die neue Saison anbricht. Und ich will, dass alles da ist, was wir brauchen. Und was ich auch machen möchte, ist... Oh, den nehmen wir mit. Oh, es wackelt, es wackelt. Beruhig dich, Junge. Oh mein Gott. Warum zieht denn das so viel Ausdauer? Oh, er wackelt immer noch. Okay, also. Was wollte ich gerade sagen? Was wollte ich machen? Ich habe ein Loch im Kopf, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, was ich alles machen wollte. Also, das Feld bestellen. Dann zu der Tussi gehen. Nicht zu der Tussi, zu dem Typen gehen, der den Trank mischt. Für die Kunsthändlerin. Den Potenztrank da. Und danach zu Sambor. Hasis. Ich liebe Hasis. Guck mal, ganz viele Hoppels. Das ist toll. In ihrer freien Wildbahn, ja. Deswegen müssen wir alle Füchse hier vernichten, die wir sehen. Den Hasis darf nichts passieren. Ich meine, ich mag Füchse auch so ist nicht. Aber Füchse essen Hasis, das ist nicht okay. So, hier hatten wir alles angelegt. Flachsmohn. Kohlkarotte. Ich glaube, das war's. Flachsmohn, Kohlkarotte haben wir. Ja gut, dann sollten wir ein nächstes Feld machen, ne? So, ich hatte gesagt, ich mache die Felder hier. Und dann mache ich hier noch eins, würde ich sagen. Mal kurz aufräumen ein bisschen. War das so? Ja, genau. Achso, genau.